Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Heute fangen wir an mit der vierten Welt und hoffentlich beenden auch, aber das wird schwierig, denn das ist die Welt. Und sie nennt sich im Deutschen Piratenbuchtbank. Und hier taucht auch diese Musik aus den Dingens der Bummens, aus dem Bonuskurs. Und jetzt müssen wir einen Aal rauslocken. Zur Information, wenn man unter Wasser ist, verliert man Leben. Und man muss die Leben sich hier auffüllen mit Münzen, weil wenn alle Leben futsch sind, dann ja. Jetzt sollten wir irgendwie diesen Aal rauslocken. Komm her, jetzt folge mir, folge mir, folge mir, folge mir, folge mir. Wie ich weiß, muss man nach ganz oben weit fliegen, damit er rauskommt. In der N64-Version. In der DS-Version weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt nicht rauskommen will, dann wäre ich sowas von ausgerastet. Und hier kommt schon ein Schatztruhenspiel, den wir lösen müssen. Das erste war, glaube ich, das hier. Nein. Oder das da. Nein, ich riskiere nicht. Vielleicht das. Oder was? Nein. Nein, tauch auf, tauch auf, tauchen, tauchen, auftauchen. Schnell, das schaffst du, Mario. Welche Kiste war denn die richtige? Ich hab's schon vergessen. Welche war denn die erste? Das weiß ich nicht genau, aber egal. Und hier gibt's noch was Cooles. Und zwar, oh, war das? Muscheln bitte aufmachen. Das war, glaube ich, bei dieser, ja. Eine Koopa Shell, die ein paar Sekunden hält und dann kaputt geht. Ich weiß nicht, wieso das ist. Aber das ist schade. Sehr schade. Sehr schade. Und die schöne Regenbogenmusik ist weg. So, du Aal, komm jetzt mit mir hoch. Na? Jetzt hole ich kurz Luft. Und wir prüfen nach, ob der Aal mit mir zusammengekommen ist. Und die Antwort lautet ja. So, jetzt in das Schiff rein. Wenn ich es schaff. Und das war's. War vielleicht diese Truhe die erste oder war sie die letzte? Sie war die erste. Jetzt habe ich die richtige Reihenfolge rausgefunden und jetzt so schnell wie möglich auftauchen. Schneller, Mario, schneller, schneller, springt raus. Puh. Und jetzt hier drauf. Auftauchen soll man, wenn man nicht diesen Jump'n'Run-Parcours spielen möchte. Und hier ist auch unser Stern. Der 26. In 5 Minuten.
zu lange. Jetzt kommt schon wieder dieser Aal. Aber diese Mission ist viel schwieriger. Ich weiß, ich habe mich in den alten Let's Play noch damit geärgert. Komm hier auf die kleine Insel drauf, Mario, bitte. Hier ist die Kanone. Sie hat auch was mit den Sternen zu tun. Aber das kommt später. Ja. Diese Sterne können wir nicht holen. Aber bei diesem Alter. Jetzt wird er gleich sehen, warum diese Mission so schwierig ist. Wow. Jetzt muss man ihn an seinen Schwanz greifen und ich muss auftauchen. Schnell, Mario, schnell, tauch auf. Auf. Was habe ich da gelabert? Tauch auf, bitte. Danke, dass du aufgetaucht bist. Und jetzt muss man ihn an seinen Schwanz greifen. Ja! Aber vorsichtig, sich nicht treffen lassen und sich ruhig den Stern holen. Aber später betritt er sein Zuhause erneut. Mit den Sternen zusammen. Das ja. Dann ist das ja ein Problem. Kano heißt er, glaube ich. Und jetzt kommt was? Die 800 Münzen. Wow! Schon wieder Schatzdrohnen. Und wieso machst du eine Stampfattacke? Es kommen schon wieder Schatzdrohnen ins Spiel. Ihr habt schon bestimmt diese Untergrundhöhle gesehen. Da ist sie. Und dieser Kano Hall oder Aal, wie heißt der auch, überschwimmt jetzt draußen. Wir haben hier noch Münzen für die Leben geholt, damit wir, als wir ihn aus dem Schiff rausgelockt haben, nicht sterben. Und hier ist auch der blaue Schalter für die blauen Münzen. Hier sich von keinen Goomba erschlagen, von keinen Steinen erschlagen, von nichts am besten erschlagen. Und hier, das war glaube ich die erste, dann war das die zweite, das die dritte und das die vierte. Und jetzt im Sprung den Stern. Nein. Aber fast hätte es geklappt. Schade, hat nicht geklappt, aber was soll man noch tun? Jetzt kommen aber die 8000 Münzen. Was habe ich gesagt? Aber wir machen sie nicht. Wir machen einen anderen Stern. Obwohl, nee. Ich dachte, ich könnte das jetzt in einen Part zusammenpacken, aber nein. Wir machen die 8 roten Münzen viel später. Ja. Ich öffne die Kanone für dich. Jetzt kannst du reinhüpfen und dich wegballern. So. Daneben geschossen. Ne, daneben gesprungen. Aber jetzt schaffe ich es in die Kanone rein. So, Kamera richtig ist am besten drehen. Ich habe nichts gesehen. Deshalb bin ich runtergefallen. Jetzt hole ich mir den Stern. Und zwar muss man sich das Schieß so hoch schießen, damit man
damit man in das Wasser fällt. Ja. Habt ihr schon alles verstanden, ja? Damit man in das Wasser fällt. So, am besten schieße ich mich so. Und da ist doch schon unser Stern. Was frage ich mich eigentlich gerade? Würde es gehen von hier aus? Von dem Schiff aus hier hin mit einem Weitsprung zu springen? Wahrscheinlich nicht. Hier haben wir jetzt noch alles, was wir holen können. Warte mal. Ja, glaube ich, ja. Das heißt, es geht jetzt in die fünfte Welt. Und sie befindet sich im Keller. Ich will euch auch noch jetzt einen coolen Glitch zeigen, der funktioniert hier. Irgendwo hier muss man sich, kann man sich so mit einem Doppelsprung hinhalten und ja. Man kommt dann irgendwo da oben raus. Ich weiß nicht genau wo. Es gibt aber auch ein Speedrun, wie man mit 0 Sternen Super Mario 64 durchspielt. Ich weiß nicht, wo das genau ist, also egal. Und dieser Boho hat man ihn schon oftmals versucht umzubringen, aber es geht nicht. Er flüchtet immer. Und hier ist ein voller Schloss-Hinterhof oder sowas mit Bohus, die aber keinen Sinn haben. Die aber keinen Sinn haben. Aber der hat ein Käfig. Und das nennt sich Big Boss Burg im Deutschen. Und jetzt müssen wir. Kommen doch herein. Jetzt müssen wir eins auf Luigi spielen. Und zwar müssen wir Geister jagen. Kein Spaß, man muss Geister jagen. Wir sind jetzt als Luigi und wir bringen Geister um. Ha, das würde ich dir nie verzeihen. Und die Stimme hat zu einem Büro nicht gepasst. Und was gibt's da? Nix. Gilt dieses Ding eigentlich zur Welt 1, sagen wir es mal so. Und was noch? Hier gibt's einen geheimen One-Up, den ich selbst rausgefunden habe. Jetzt gehen wir aber in die Burg und besiegen da die Bohus. Oh, ein Klavier. Ich will mal auf ihn spielen. Nein, ich will jetzt nicht auf ihn spielen. Das ist ein krankes Klavier. Ein verrücktes Klavier. Ein verrücktes Klavier. Entschuldigung, das war alles gelogen. Wir werden keine Geister jagen.
Und wir werden schon gespoilert. Und du komm her, du Nix-Scanner, Angsthase. Also die dritte Mission. Also wir sollen hineinkommen, wie immer, und die Büros belegen. Der Bad ist schon 16 oder 15 Minuten lang. Die Spinnen bringen nichts außer Münzen, das sind für die 100 gelben Münzen wichtig. Und sind aber jetzt die Berufsflüche. Du hast mich besiegt, aber mein Bruder wird sich rächen, oder wie, was auch immer die sagen. Das werde ich dir nie verzeihen. Sie sagen ihm allerdings immer das Gleiche, aber ich werde mir was ausdenken, damit ich sie irgendwie besonders machen kann. Sagen wir es mal so. Weitsprung! Und hier hinein in die Villa. Hier gibt's nicht, hier ist ein krankes Klavier. Aber hier gibt's nur das. Kranke Bücher und kranke Stühle, die sich bewegen und mich besiegen wollen. Und ein Buchbild. Was der bringt, kann ich es jetzt noch nicht sagen. Aber viele von euch werden es schon wissen. Mit wem rede ich da allerdings? Nimm das. Du hast tausendmal gesagt, ich nehme das. Und jetzt habe ich das genommen. Und das hier ist ein Glubsch, ein Auge besser gesagt. Man muss im Kreis hängen, um ihn zu besiegen. Dann wird er sterben und hinterlässt eine blaue Münze, die so viel wert ist wie 5 normale. Für die 100 gelben, sehr wichtig. So, jetzt hier rein. Hier gibt es wahrscheinlich auch Bohus. Wow. Ja, wie auch hier gibt es. Wie immer gibt es hier Bohus. Nein, du hast mich besiegt. Das kann nicht wahr sein. Und jetzt doch. Nein. Das ist mir auch in meinem Original-Display passiert. Nein. Warte mal. Habe ich jetzt diesen einen Buru besiegt? Oder was? Ist dieser eine Büro jetzt gestorben, den ich durch Stampfer gebissen habe und nach unten gestürzt bin? Das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Er hat zu mir eigentlich was gesagt, aber das kann nicht sein, weil ich in den Keller gefallen bin. Das heißt, hier muss ein Riesenbüro sein. Aber wo ist der eigentlich? Hinter mir! Nimm das und das und das! Und er hat einen Stern. Man muss also alle Büros besingen, um den Stern zu kriegen. Aber man kommt zu den Sternen nicht hin. Oh nein. Ich habe nichts gesagt, aber es gibt nur einen Trick, wenn man da hochkommt. Sogar zwei Tricks. Und zwar, ja komm, Mario, so, und schnapp sich den Stern, sagte ich.
unser 31. Und wie immer ich sage, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Abonniert bitte, für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Und der Büro hat mich versucht anzugreifen. Also abonniert bitte, gebt mir einen Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.